So, guten Tag, ich mache nochmal schnell das hier. Es geht jetzt um Zahlen. Ich fange mal an mit 4 Bit. Das hier ist jetzt die 5. Mit 4 Bit System ist 5. Und wir rechnen mal minus 4 oder so. Ja, das können wir mal rechnen. Minus das hier. Wie kann man das berechnen? Das machen wir mal so. Minus 4. 5 minus 4 ist eigentlich nur genau dasselbe wie 5 mit Addition gerechnet plus minus 4. Negative 4. Das erkläre ich nochmal, wie ich das mache. Wir setzen jetzt mal nichts voraus. 5 plus minus 4 ist dieses hier. Die 5 ist so. Und jetzt kommt die Nebenrechnung. So, hier ist jetzt die Nebenrechnung dafür, dass ich die 4 mal eben invertiere. Ich überlege mal schnell, wie das geht. Und zwar so. Das ist 4. Das ist 4. So. Jetzt machen wir so weiter. Alles umkippen. Heißt, einmal umdrehen die ganzen Sachen. Mit dem Vorzeichenbit. Das Vorzeichenbit ist dieses erste hier ganz links. So. Umgekippt. Das ist schon mal alles invertiert. In I. Und jetzt geht es so weiter. Plus 1. Plus 1 machen wir jetzt folgendermaßen. Ich mache das mal ganz geschickt. Passen Sie mal auf. Das ist die 4 gewesen. So, einen Moment, haben wir gleich. Plus 1 kommt jetzt. 1 und 1 ist 0. Übertrag 1. 1 und 1 ist 0. Übertrag 1. 1 ist 1 ohne Übertrag und 1 ist 1. So, jetzt haben wir 1 dazu addiert. Und dieses hier ist jetzt wichtig, das ist jetzt die minus 4. Wenn wir jetzt plus minus 4 rechnen, dann machen wir folgendes. Wir addieren zur 5 dieses Muster. Dieses Muster hier. So. Genau so. Das ist eine 0 hier. Ja. Und das addieren wir jetzt. Und zwar machen wir das wieder so. 1 und 0 ist 1, kein Übertrag, 0 ist 0 und 1 und 1 ist 0, Übertrag 1, hier ist der Übertrag, 1 und 1 ist 0, Übertrag 1, hier ist die 1 und das ist jetzt wieder besonders, die 1 wird weggeschnitten. So, folglich haben wir was als Ergebnis, das kann man hier sagen. Das ist die 1. Also 5 minus 4 ist 1. So, vielen Dank, das war der erste Streich.